Hallöchen, YouTube, wir sind hier wieder bei Let's Play Tekkit und mir ist auch gleich was aufgefallen, als ich die Aufnahme beendet habe. Ich habe die Engines mal rausgenommen, weil ich noch was umändern wollte. Aber zuerst mal das hier kurz weg, beziehungsweise permanent weg. Denn wir möchten bitte uns von oben. Naja, das habe ich auch noch gesichert und alles. Habe ich ja gesagt, mache ich sofort und habe ich auch sofort gemacht. Außerdem habe ich neu gestartet und so. Ist ja klar, ne? Und man merkt ja eventuell, die Framerate ist ja oben. So viel zu Random Chava, ne? Aber ist, glaube ich, schon klar mittlerweile. Da muss man nicht mehr viel sagen. Also ich habe es auch schon letztes Mal erwähnt. Es waren nicht nur das Random Chava Schul, sondern eben auch die Items, die da so ein bisschen rumgezischt sind. Und ja. Weil er doch alles irgendwie so eigene Codes hat und so. Also IDs. Und also hier wegen Dingens und so. Nee. Ich dachte, es lag daran. Ach, nee, hä? Ach so, nein, ich muss es natürlich auch noch umändern. Hä? So, jetzt aber. Jetzt sollte es hinhauen. Hallo? Zeig mir, was du kannst. Hier geht es. Ist das etwa zu wenig? Das ist doch nicht zu wenig Saft hier für. Das ist zu wenig Saft für zwei Maschinen. Also da ist gerade nichts los, aber. Hä? Okay. Ist es etwa wirklich zu wenig Saft für zwei Maschinen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Einmal hier ist so dünn und hier ist es auch nicht viel dicker. Weil hier die Breite bzw. dicke Durchmesser oder so dieses kleinen etwas in der Mitte dieser Röhre sagt ja, glaube ich, auch aus, wie viel da jetzt durchfließt. An Energie. Mich verstört es irgendwie gerade, dass das nicht für beide ausreicht. Und dass er hier auch arbeitet und aber irgendwie so oder so. Dürfen sie vielleicht nicht direkt nebeneinander sein? Kann es sein? Das könnte eventuell auch sein. Ich habe hier auch Redstone rausgepickt im Stack. Schön reingepumpt worden. Ja, das wäre so. Ja. Ich glaube fast, ich muss hier nochmal ein bisschen was umstellen. Bevor hier dann Energie verloren geht. Das werde ich auch direkt einfach mal. Jawohl, machen. Ich wollte die Engine eigentlich ehrlich gesagt nicht abbauen. Aber okay. Weil die Engine, die stört er so nicht. Kann man ja da lassen, ne? Ist klar. Das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir schon noch, würde ich sagen. Eventuell. Ja, schon, doch. Hier kann man ja. Auch so abbauen. Ich glaube, das gewöhne ich mir gleich an, dass ich alles so abbaue, weil dann habe ich keine Probleme mehr mit eventuellem MFE-Verlust oder so. So, wenn ich das jetzt so hinpacke, dann die hier so. Das war falsch. So rum.
Ist natürlich keine Energie drin, ist klar, aber ich kann ja, guck mal, das sollte hier hin. Nee. Dann kann ich da nicht mehr ordentlich zu. Na, okay, ist egal. Ich pack das jetzt einfach so hin. Ach, das ist ein Elf. Das erklärt einiges. Und das ist ein MV. Ich werde das einfach mal kurz austauschen. Ich brauche hier nur ein LV. Sollte reichen. Jawohl. Also hier wird gerade nichts verändert. Da ist ein bisschen nicht wirklich aussagekräftig. Aber das sollte es aber. Also natürlich Energiezufuhr muss auch noch hin. Ist klar. Ist klar. Zack, zack. Und Receive True. Und es funktioniert sehr eingeschränkt. Beziehungsweise eher so gar nicht. Das finde ich ja blöd, mal so ganz dezent. Die zwei Kabel sind ja, glaube ich, nicht wichtig, oder? Nein. Funktioniert so oder so nicht. Cool, ich habe mal wieder irgendwas verkackt, ich weiß nicht. Das ist doch MV und das ist LV. MV, oder? Achso, jetzt habe ich nicht geschaut, was für einen Namen das gerade hatte. Und es fällt mir natürlich mal wieder runter. Ist klar. So, MV. Engine Generator. Vielleicht nicht daneben sein. Es ist mir zu random. Man packt was halt hier drauf, ist ja. Also haben wir gesagt hier oben. Ja. Pack was so. Vielleicht funktioniert sie jetzt ordentlich. Es funktioniert immer noch nicht. Okay, hier baut sich Hitze auf, wie es aussieht. Hitze 1. Hier passiert wieder genau. Oder kann ein Energy Link vielleicht nur bis zu. Ja, arbeitet ja alles. Ist gut. Auch nicht zu heiß, gut. Kann vielleicht der Energy Link nur bis zu 70 EU. Ich glaube, irgendwas mit 70 EU per Tick kann er irgendwo umwandeln oder so. Irgendwas stand da, glaube ich. Amazing. Ich glaube, den packe ich einfach mal weg. Weil den Engine Channel, den brauche ich ja nicht. Eine Platzverschwendung. Ich hab die Predict, das wäre nicht mal mit Voltage. Was wäre, wenn ich. Also, ja. Damit ist nicht viel. Wenn ich hier, sagen wir mal. Einfach. 202. Hinpacke. Das war. Keine Ahnung was. Und. Ich stecke. Ich blieb gerade zweimal hier an der Luft stecken. Als ob ein Block hier wäre. Also hier bin ich stecken geblieben. Das irritiert mich. Wie so vieles. Packen wir dann hier mal die 202 auch. Macht wahrscheinlich keinen Unterschied, ne? Ja, Hier ist halt ein bisschen was.
Nee, es macht keinen Unterschied. Das ist... ja. Schade. Auf irgendeine Art und Weise. Warte mal, hier füllt sich's gerade auf. Hier passiert genau gar nichts. Das raff ich nicht so ganz irgendwie. Wahrscheinlich stimmt das sogar mit den 70 EU per Tick, dass der Entschuldigung nicht mehr verarbeiten kann hier. Ist voll. Jetzt müsste der eigentlich, wenn es logisch wäre, anfangen zu arbeiten. Oder auch nicht. Na gut, weißt du was? Dann machen wir halt noch was anderes. Nämlich werden wir noch einen Energy Link hinpacken. Und zwar hier auf die Seite. Da machen wir einfach dann 202. Ja. Das brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Aber ein Angel Link, danke sehr. Achso, ja, hier kann ich gleich hinpacken. Sollte dann eigentlich funktionieren. Also hier läuft ja gerade nichts durch, daher kann ja nicht viel angezeigt werden. Nehme ich mal an. Wissen kann ich es ja auch nicht. So gesehen. Jetzt ist es hier dünner als... Achso, nee, hier. Nein, nee, stimmt schon. Stimmt schon so. Ja, hier wird dann aufgeladen. So, das gefällt mir doch mal besser. Jawoll. So, ich habe jetzt ein bisschen Gummi. Willst du vielleicht was irgendwie haben? Ich mache das jetzt einfach schnell. Das ist ja kein Problem, nehme ich an. So, zack, zack, zack. Ja, das ist sehr geil. Aber es funktioniert irgendwie. Ja. Gut. Ja. Ich pack den Kumpel jetzt einfach mal hier rein. Ist ja egal. Oder nee, ich pack ihn einfach doch hier. Nicht die Öfen, sondern den Gummi hier rein. Aber es wird ja automatisch dann aufgefüllt und so. Ist ja egal von daher. So, jetzt sollte das eigentlich auch funktionieren mit der Energieversorgung. Das war nämlich der Bug, den ich ja entdeckt habe. Sage ich jetzt einfach mal. Ja, es funktioniert soweit. Schon mal nicht schlecht. Warte mal. Achso, nee, hier wird dauernd rausgepumpt daher. Okay. Ja. So, also gut. Dann, was ich noch machen wollte. Was auch zur Performance beitragen sollte. Wenn man so schön sagt. Habe ich die hier drin? Ich habe die hier drin, oder? Ja. Ja, hier drin. Ich nehme einfach mal zwei raus. Ha. Hier auch zwei. Ich bräuchte auch noch. Ja, Redstone Engines habe ich schon ein paar, die bräuchte ich eigentlich aber nicht. Nö, nö. Ich bräuchte bitte. Ich bräuchte bitte. Welche war das nochmal? Eine Steam Engine sollte, denke ich, reichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Das mal 2. Auf 22. Glaube ich. War das? Jawohl. Ich sage jetzt einfach mal jawohl. Weil ich glaube, dass es so richtig ist.
Ich bestätige mich einfach mal selbst. Achso, nee. Ich hatte vorhin schon recht mit den 22. So, hier. Zack, ich muss nämlich hier 4 davon machen. Weil ich für 2 Engines nämlich 4 solche brauche. Das war schon so. Achso, ich hatte da einfach nicht genug drauf. War schon so ganz richtig. Dann brauchen wir natürlich noch 2 Glas. Und wenn möglich bitte 2 Pistons. Danke sehr. Es ist sehr gnädig von Ihnen. Die Steam Engines laufen ja auf Kohle, ne? Nehme ich einfach mal an, oder? Ich könnte rein theoretisch die Kohle auch einfach hier rauspumpen. Muahahahaha. Nee, warte, ich möchte bitte, Ach, ist sogar schon ein bisschen was verbraucht worden. Das ist ja fein. Man kann eben ja auch viel Lava verwenden, ne? Ich muss ja jetzt mal schnell ausprobieren. Ich bräuchte bitte eine Lavazelle. Mit der ich rechts klicken kann. Ich meine einfach mal. Ja, Kurven laufen ist nicht immer so leicht, wenn man angetrunken ist. Was ich ja natürlich immer bin. So, wenn man rechtsklickt, passiert genau gar nichts. Okay. Dann habe ich mich da vertan. Man kann ja, glaube ich, die Steam Engine auch damit antreiben, oder nicht? Denn ich möchte den maximalen Radius hier ausnutzen, wenn möglich. Von den Obsidian Pipes, rede ich jetzt. Oha. Das ist ja nicht wenig. Yep. Also es geht schon ganz gut voran. Wenn denn hier alles mit Strom beliefert wird und hier verarbeitet wird, weil das war ja nicht der Fall bis vor, keine Ahnung was. Och, hier ist ein bisschen was los, ja. Eben, ich werde... Komm mal mit, ich bin tierlieb. Du teleportierst mir ja nach, ne? Ja. Komm her. Komm her, Katze. Ja, sitzt im Glas drin, ist mir egal. Kannst gerne machen. So, dann haben wir unten hier auch mal wieder unsere Ruhe so ein bisschen. Können wir eigentlich wieder zurückpacken. Ich habe schon wieder nichts weiterbekommen, das ist schlimm. Ja, hier so. Horrende Aussichten. Ich könnte auch noch hier so ein bisschen einen Stein hinklopfen. Da kann ich zumindest spaßhalber sagen, dass ich was halt bekommen habe. Ich meine, ich habe Zellen reinbekommen, ne? So, ich möchte bitte... Was habe ich nicht hier drin? Wie ich mich kenne, habe ich auch nicht im Pinken drin. Nö. Ja, schön. Ich brauche aber sowieso hier mal 2 Ender Chests.
eine von den beiden werde ich hier platzieren. Die andere einfach mal hier. So, dann möchte ich nämlich diese eine Iron Transport Pipe. Hier anbringen. Ja, genau so nämlich. Und die andere hier. Und die Obsidian. Hier so? Nee. Sie ist blöd. Wie sollte sich eigentlich so ausgehen? Ich das einfach mal so mache. Ach, das kann ich auch einfach so machen. Okay, das ist, ja. Gut. So, dann hier rein. Oh. Ach, das habe ich hier mitgenommen. Sehr kompliziertes Wort. So. Hier. Dann brauche ich noch eine extra Engine hierfür. Hier so. Was sollte ich hier auch? Ach ja, auf jeden Fall hier eine Steam Engine hin. Und hier auch so. Hier toll. Okay. Das ist creepy. So, gut, dann haben wir zumindest ansatzweise was geschafft. Das geht ja, glaube ich, so, ne? Aber das werden wir in der nächsten Folge sehen. Da werden wir uns nämlich ein bisschen weiter hier rumspielen. Und dann wird das hoffentlich so ein bisschen in Richtung Funktionieren gehen, ohne dass es hier alles an Items zuspammt und so. Weil, wenn hier zum Beispiel 3 Stacks Redstone einfach so einzeln rum floating Gruppenversammlung machen und so, und hier dann auch nochmal so 5 Stacks Zinn, da hinten nochmal ein bisschen Rubber und dann auch ein bisschen Eisen, das ist, kann schon ein bisschen auf die Leistung gehen. Und wenn man Java kennt, kann man beunruhigt sagen, es haut so schon oft nicht hin. Also ja, und ich würde einfach sagen, wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns dann weiter rumspielen. Bis dann.